Ich will erstmal so von der Beleuchtung ein paar Aufnahmen machen. Aber da brauchst du ja keinen Christbaumschmuck bei der Beleuchtung. Bitte was? Da brauchst du Weihnachten keinen Christbaumschmuck bei der Beleuchtung. Da stellst du den einfach so hin. Also 500er gehabt oder 600er, und da war ich in Auswahlwespennest. Da hast du gesehen, die Wespen auf dem Hill sind nur vom Boden, die hat es zerhackselt. Ja, ja, alle Achtung. Aber die haben nicht aufgerichtet, die sind nur weiter angegriffen. Ups, das ist ein Problem. Ja. So. Durch die Beleuchtung geht es noch einigermaßen. Ja. Grünes vorn, blaues hinten. Ja, vorhin gab es hier, glaube so eine halbe Stunde, da war es absolut windstill. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen rückwärts da, ein bisschen runter, dass man besser sieht. Wenn man die Idee ist, eigentlich dann abgeschickt, einfach an der Akkula oder wie machst du das? Direkt am Akkula. Fast noch die Kanzel, gell? So, das wäre alles. Hab ich doch. Oh, ja, also bei, dem, bei der anderen Haube. Also so. Ich hab hier das noch. Neue Haube. Aber das riecht man nicht mehr. Also am Anschluss, das liegt ja schon da, das liegt schon daheim. Aber das Reinpacken ist immer so voll, das ist knapp dabei. Aber dann sieht man es richtig cool zu, wie beim 130er. Das hast du doch schon mal gesehen. Ja, oder? Genau. Das war schön. Ja, ich mache alle meine Helis identisch. Bei dem, wobei ich bei dem das Gelb oben und dann irgendwann mal ganz blau mache. Braucht von euch jemand noch eine Blade SR-Mechanik? Blade SR, den mit den Doppel. Motoren. Ja, in 300er Größe. Der Oberhammer macht der Iskai übrigens, ja, mit dem